Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute aus dem sonnigen Münsterland. Ich bin total begeistert und freue mich, dass ich euch mal auf eine Tour mitnehmen kann, bei dem die Sonne scheint, nicht immer nur Nebel, Regen. Kalt ist es trotzdem, waren gerade noch minus 3 Grad. Egal, die Sonne geht gerade so richtig schön auf und das macht mir gute Laune. Ich freue mich, dass ihr mich hier heute begleitet und was ich hier heute vorhabe, das erzähle ich euch dann gleich nach dem Intro. Der Videotitel verrät ja schon, was ich hier heute vorhabe. Ich möchte mein E-Bike an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge tanken, nicht an einer E-Bike-Ladesäule, nein, an einer, wo man auch Autos tanken kann. Da gibt es natürlich gewisse Herausforderungen, den passenden Stecker, die passende Technik. Das erkläre ich euch dann gleich bei der Ladesäule. Und ja, warum mache ich das? Es gibt ja E-Bike-Ladesäulen, das ist kein flächendeckendes Netz. Es ist auch manchmal schwierig, dahinter zu kommen, wo die sind. Habe ich ja schon in vorangehenden Videos gezeigt, mit dem OpenStreetMap-System oder bei Komoot kann man die auch finden. Aber was ist im Sommer, wenn viele Menschen unterwegs sind und ich komme dahin und ich verlasse mich da drauf, ich möchte mein Rad da laden und da sind schon Räder, sind ja viele Leute unterwegs. Ja, und dann stehe ich da, weil ich kann unterwegs ja auch nicht sehen, ob eine E-Bike-Ladesäule belegt ist und mal eben ein paar Stunden warten, bis ich selbst ein paar Stunden laden kann, da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Das ist der eine Grund, dass ich da mal gucke, wie das mit den anderen Ladesäulen für Autos ist, für E-Autos. Aber auch, dass es in Europa ja ein flächendeckenderes Netz gibt für Elektroautos als für Elektrofahrräder. Wie ist das sonst, wenn ich in die Niederlande fahre? Gibt es da E-Bike-Ladesäulen? Habe ich mich so mit dem Thema noch nie beschäftigt, weil ich sonst eigentlich immer mit einem normalen Rad unterwegs bin in den Niederlanden. Jedenfalls bei den mehrtägigen Touren in der Vergangenheit. Und wie verhält sich das da? Und Autoladesäulen gibt es halt flächendeckender. Und darum heute der Test. Klappt das und wie klappt das? Damit es sich ja heute Morgen auch lohnt, den Akku nachzuladen, muss ich natürlich erstmal Akku verbrauchen. Und da spielt mir natürlich das kalte Wetter hier mit minus 3 Grad in die Karten. Und ich fahre die ganze Zeit im Turbo-Modus. Restreichweite noch 68 Kilometer. Jetzt Richtung Münster und hinter Münster schaue ich dann mal, welche Ladesäule ich mir aussuche. Herzlich willkommen in Münster, der ehemaligen deutschen Fahrradhauptstadt. Jetzt hier bei mir bei Kilometer 16. Ja, liebe Leute, und ganz selten mal wollte ich gerade sagen, unverbauter Blick aufs Schloss, aber das stimmt gar nicht. Das ist hier aufgemalt, die Fassade. Das habe ich ja irgendwie immer, wenn ich hier in Münster bin und das Schloss zeigen will, ist es immer verhüllt, immer Baugerüst. Dauersanierung. Ich bin jetzt hier in Münster am Aasee angekommen und das lädt ja schon bei der Kulisse hier und bei dem Wetter, es wirkt kein Lüftchen, das wirkt dann auch gar nicht so kalt, Sonne scheint, das wirkt so richtig einladend, um hier ein bisschen zu bleiben. Aber ich habe ja eine Mission heute, ne? Ich muss ja den Akku leer fahren, darum ein bisschen gucken noch hier und dann geht es gleich weiter. Hier im Hintergrund nochmal die Billardkugeln soll das darstellen, die sind ja alle
5 Jahren, nee, alle 10 Jahre gibt es hier das Skulpturprojekt. Ich weiß gar nicht, wann die nächsten sind. Und da hat mal jemand, ein Künstler, hier diese Asi-Kugeln hier hingestellt. Das soll Billardkugeln darstellen. Und das hier, der See halt, der Billardtisch. Ist das Gefängnis von Münster. Ich bin jetzt hier schon ein kleines Stückchen hinter Münster, auch bald 30 Kilometer unterwegs und komme jetzt hier zum Gut Havichhorst. Gutshof für ihre Veranstaltung und Tagung. Ja, dann mal zu. Jedenfalls sehr schön gelegen hier. Guck mal, hier direkt die Westfälische Reit- und Fahrschule. Hier war ich auch noch nie, aber interessant. Ich habe für die Tour heute Morgen auch gar keine Strecke geplant. Ich bin einfach mal drauf losgeradelt, dachte mir, fährst mal Richtung Münster, hinter Münster und dann schaust du mal, wie schnell der Akku abbaut. Da muss man eben gucken, immer noch 4 Balken. Und Dann sehe ich mal zu, dass ich gleich irgendwo eine Ladesäule finde. Hier ist wahrscheinlich das Fahrschulgelände der Reit- und Fahrschule, der Westfälischen Reit- und Fahrschule für diese, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber es ist schon mit den Kutschen, ne? Durchs Gelände. Das ist ja eine richtige Überraschung hier auf. Alter Speicher. Ende im Gelände. Überraschung. Eieiei. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ich hier nicht weiterkomme. Aber hier wird's was. Also der Untergrund sieht hier gar nicht so einladend gerade zum Radfahren aus. Fällt einfach ein bisschen schief. Nicht böse sein, aber ich muss eben beide Hände am Lenker haben. Eieiei. So, jetzt geht's wieder. Das ist eine richtige Herausforderung hier heute Vormittag. Richtig schön zum Radeln hier heute. Eine gewisse Ruhe.
bewege mich jetzt in meinem Turbo-Modus natürlich auch wieder zügig auf Münster zu. Er hat schon mal erwähnt, zwei Balken fehlen jetzt. Lohnt sich also schon, den Akku wieder ein bisschen zu laden. Und ich halte gleich mal an und zeige euch dann mal, wie ich jetzt gleich die Ladesäule finde. Ich habe mir heute Morgen für mein Smartphone eine App runtergeladen. Die Mobility Plus App heißt die. Und da habe ich halt diese Karte. Ich blende euch das mal eben ein. Und auf der Karte sind halt die Ladesäulen verzeichnet. Und was das Tolle ja ist bei diesen Auto-E-Ladesäulen, sage ich jetzt mal, man sieht dann ja bei dieser App auf der Karte, ob die Ladesäule belegt ist, ob die frei ist und was für ein Anschluss da ist. Das ist jetzt, was ich mir ausgesucht habe hier in Mariendorf, blende ich mal eben ein. Da sieht ja auch dann, wie ich dahin finde, zeigt die App mir auch die Strecke an. Und das ist jetzt für Typ 2 Stecker, den habe ich ja auch. Und 11 kW Ladeleistung, die brauche ich natürlich nicht. Aber ich radel mal eben dahin, beziehungsweise ich radel dahin, nehme euch mit. Und dann schauen wir mal, ob das klappt, wie das klappt und wie schnell mein Akku da wieder geladen ist. Ich bin jetzt hier in Münster an dieser unscheinbaren Ladesäule hier angekommen. Ganz unauffällig, wäre mir so jetzt gar nicht aufgefallen, dass hier eine Ladesäule ist. Gut, dass ich die App habe. Und jetzt packe ich mal alles aus, was ich brauche, um das E-Bike hier zu laden. So. Hier habe ich mein Schloss, um mein Fahrrad dann gleich hier zu sichern. Dann natürlich mein Ladegerät, den Fast Charger von Bosch, 6 Ampere Ladegerät. Mein Klappsessel, den brauche ich jetzt hier nicht. Und mein Typ 2 Adapter. Den habe ich mir selber gebaut. Ich verlinke euch mal eine Adresse, wo man die kaufen kann. Weil Selbstbau, das muss ich ja selbst verantworten. Da werde ich jetzt keine Anleitung hier rausgeben, wie man das nachbauen kann. Könnt ihr aber auch natürlich bei YouTube gucken, da gibt es auch Anleitungen. Ja, und dann brauche ich noch ein kleines Schloss. Ein Bremsscheibenschloss. Das benutze ich gleich, damit ich das Ladegerät am Rad sichern kann, dass mir das hier keiner klauen kann. Mal gucken, dass ihr auch was sehen könnt. Beginne ich jetzt mal damit, mein Ladegerät hier Diebstahl zu sichern. Das heißt, ich ziehe die Leitung jetzt hier in das Bremsscheibenschloss. Jetzt passt es auch. Dann habe ich jetzt ja hier mein Ladekabel. Hier ist der Anschluss am Rad. Und jetzt muss ich damit in die Ladesäule. Dann habe ich jetzt ja hier meinen Typ 2 Adapter. Hier ist auch rot, hier ist auch grün. Und stelle dann natürlich fest, dass mich hier die Strippe ein bisschen zu kurz ist. Ist also näher ran. So. Und so sieht das Ganze jetzt aus, dass ich hier den Typ 2 Stecker in der Säule habe und mein Ladegerät am Fahrrad gesichert habe. Jetzt müssen wir bloß noch den Ladevorgang starten. Jetzt sagt mir die Säule technischer Fehler. Ist auf grün, unten ist auf rot.
Ja, liebe Leute, mit dieser Ladesäule hatte ich definitiv kein Glück und dazu kam dann auch noch Pech mit der Technik. Denn wie ihr hier hört, hört ihr die Stimme gar nicht synchron zu dem Kerl, der da im Video gerade redet, also zu mir. Denn das Mikrofon hat nicht mehr in die Kamera übertragen, wie auch immer. Ich benutze ja das Rode Funkmikrofon. Wahrscheinlich war der Stecker nicht ganz drin, weil wenn er ganz raus gewesen wäre, wären die Kameramikrofone angegangen. Nun ja, jedenfalls habe ich nicht aufgegeben, natürlich weitergesucht, habe die App wieder aufgemacht und habe dann 4 freie Ladepunkte gefunden. Und da stehe ich gerade, wo die Ladepunkte verzeichnet sind, nämlich in der Tiefgarage von der Landesbausparkasse. Da dachte ich mir natürlich auch schon wieder, tippitoppi, super App, die zeigt mir zwar auf der Karte dann die Ladepunkte an, aber zeigt mir nicht an, dass die in irgendwelchen Gebäuden sind, zu denen man gar keinen Zugang hat. Tja, das ist natürlich dann auch nicht so prickelnd und da war ich schon fast dabei aufzugeben, aber so schnell gibt das Problem natürlich nicht auf und da bin ich natürlich weitergeradelt. Keine Sorge, irgendwann kommt der Originalton auch wieder. Hier leider noch nicht, das ist nämlich der entscheidende Augenblick. Ich habe nämlich diese Ladesäule hier an einem Baumarkt- und Supermarktzentrum gefunden und die habe ich auch wirklich dazu gebracht, mein Bike zu laden, wie man da sehen kann. Akku lädt. Und darüber habe ich mich in dem Moment natürlich sehr gefreut und freue mich natürlich auch noch immer, ne, dass ich euch hier mal einen Erfolg vermelden kann und das Video jetzt nicht mit dem Videotitel Fehlversuch startet. Ich habe jetzt die fest verbaute Leitung zum Ladegerät hier an das Bremsscheibenschloss geschlossen und dann an die Bremsscheibe. Und die andere Strippe ging da leider nicht mehr durch, weil die wurde sonst zu kurz zum eigentlichen Ladepunkt, zur Ladesäule. Und darum habe ich die draußen gelassen. Die hat aber jetzt auch nicht so einen hohen Wert, wenn die jemand klaut. Das ist ein ganz normales elektrisches Anschlusskabel. Das kann man ja auch günstig nachkaufen zur Not. So ein Akku braucht ja ein paar Minuten zum Laden. Und so habe ich hier meine Fahrradtasche zum Rucksack umgebaut und bin dann losmarschiert zur Imbissbude. Die gibt es ja immer bei Bau- und Gartencentern, Supermärkten, gerade samstags mittags wird da ja ordentlich was angeboten. Das habe ich mir natürlich in dem Moment zunutze gemacht. Die große Radtasche ist ja ganz praktisch, da passt eine Menge rein. Und dann auch dieser Fallstuhl, den hatte ich ja gerade schon mal kurz ausgepackt bei der ersten Ladesäule, weil ich habe mir schon vorher überlegt, der muss ja ein bisschen da bleiben. Und wenn du keine richtige Gelegenheit hast, dich hinzusetzen, dann nimmst du deinen Fallsessel mit, deinen Fallstuhl und dann kannst du es da bequem machen. Und so eine Parklücke hat ja einiges am Platz, da ist das ja kein Problem. Wenn ihr übrigens gerne angesprochen werdet, müsst ihr genau das machen, was ich gemacht habe. Euer E-Bike an der Autoladesäule laden und das auf Samstagmittag vor dem Gartencenter Supermarkt da. Da kommen genug Leute vorbei, die Interesse zeigen. Aber könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr mich seht, mich ansprechen. Ich erkläre auch gerne dann immer, was ich da so mache. In diesem Fall esse ich gerne mal meine Pommes und die Currywurst. Für alle, die sich jetzt fragen, wieso das technisch überhaupt funktioniert, dass ich mein E-Bike an der Autoladesäule laden kann, erkläre ich das mal kurz. Ich habe hier oben auf dem Stecker 2 Schlüsselschalter und das ist halt wichtig. Der oberste, der sagt der Ladesäule, dass sie verriegeln soll oder halt entriegeln soll, also dass ich mit dem Ladevorgang beginnen möchte oder dass ich den Ladevorgang beenden möchte. Wenn ich den auf Verriegeln stelle und die Ladesäule das so anerkennt, dann schickt die Ladesäule ein Signal, die möchte einen sogenannten Handshake machen mit dem Fahrzeug. Dafür ist der zweite Schalter. Dann sagt er, dann mache ich manuell praktisch diesen Handshake und sage der Ladesäule, jo, ich bin das Auto, ich bin bereit, ich möchte jetzt laden. Ich habe jetzt knapp 3/4 Stündchen geladen. Vorher hatte ich noch 49 Kilometer Restreichweite im Eco-Modus. Das ist ja spannend, was dazugekommen ist, wie viel ich geladen konnte in einer Dreiviertelstunde. Habe jetzt hier die Ladung in der App praktisch beendet. Dann hatte ich auch schon den Motor gehört, dass der den Stecker entriegelt hat. Der wird da elektrisch verriegelt, dass den keiner klauen kann. Kriege ihn trotzdem nicht raus. Habe ich nochmal jetzt manuell entriegelt, was ich gerade ja schon erklärt hatte. Und jetzt kann ich ihn auch ganz leicht da rausziehen. Oben ist halt so eine Nase drin und da greift halt so ein Zacken dann da elektrisch rein, dass der Stecker nicht rausgezogen werden kann. Hier zeigt das Intuvia jetzt nach dem Ladevorgang 79 Kilometer Restreichweite im Eco-Modus an, also 30 Kilometer mehr als vorher. Hat also funktioniert. Ich konnte meinen Akku an der Autoladesäule nachladen. Ich habe ja schon überlegt gehabt, ob ich das Wort Fehlversuch am Anfang des Videotitels oder am Ende setze. Aber zum Glück hat es ja dann doch noch geklappt jetzt hier.
Ich will es aber nicht schönreden. Also mit Tippitoppi will ich das jetzt nicht beschreiben. Wenn ich es mal zusammenfasse, ich ganz euphorisch losgefahren. Dann noch erzählt, Ladenetz für Elektrofahrzeuge wie Elektroautos hier auf meiner App schön dargestellt, dass man die Säulen auch findet. Flächendeckendes Netz gibt es hier auch. Die Säulen habe ich ja auch gefunden. Das war ja nicht das Problem. Bei der ersten Säule war ein technisches Problem, kann ja auch an der Säule liegen, muss jetzt ja nicht zwingend an mir gelegen haben oder an meinem Stecker. Dann zweite Säule habe ich euch gar nicht gezeigt unterwegs, das war bei einem Autohaus, die war defekt, kann ja auch mal sein. Dann 3 und 4 waren jeweils Tiefgaragen in Münster, die wurden als frei angezeigt. Bei der zweiten bin ich gar nicht mehr reingefahren zu gucken, bei der ersten wurde als frei angezeigt. Und das habe ich ja auch noch gelobt, die App zeigt das schön an. Der große Vorteil gegenüber E-Bike-Ladesäulen, dass ich dann weiß, dass das auch frei ist, dass ich laden kann. Und siehe da, beide Plätze belegt. Vielleicht waren die ganz frisch belegt, das weiß ich jetzt ja nicht, war aber nun mal so. Was lerne ich jetzt daraus? Fahr zum Baumarkt, da hast du den Vorteil, kannst du laden, funktioniert. Und gibt es oft auch halt eine Pommesbude, da kann ich direkt was essen. Und ich weiß gar nicht, die Lücke ist ja ziemlich groß da. Für mich als Fahrradfahrer, für Elektrofahrzeuge die Lücke, könnte ich doch theoretisch auch mal ein Zelt aufstellen, oder? Habe ich ja praktisch dann gebucht, die Lücke, oder wie seht ihr das? Als Campingplatz nutzen. Nein, Spaß beiseite. Was jetzt noch interessiert ist natürlich, was hat das Ganze gekostet? Eine Kilowattstunde kostet 46 Cent bei dem Anbieter, das ist halt der Preis ist ja relativ hoch für Geringabnehmer. Und wenn man regelmäßig da tankt oder da auch so ein Stromkunde ist bei dem Anbieter, dann hat man noch viel weniger. Das ist sehr interessant. Ich habe noch keine E-Mail bekommen, da warte ich drauf. Ich hatte das schon zweimal bei einer Innogy-Säule gemacht, da habe ich nichts bezahlt. Da war die Abnahmemenge wohl so gering, dass sich das nicht gelohnt hat, das abzurechnen für die. Und heute weiß ich nicht. Ich habe ja, muss man mal überlegen, 33 Kilometer Strom, 3/4 Stunde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel 0, Kilowattstunden ich da getankt habe. 625 Wattstunden hat der ganze Akku und ich werde ja nicht mal eine Viertel Kilowattstunde getankt haben. Oder geladen haben, ich sage immer getankt. Ihr wisst, was ich meine. Nun ja, da warte ich noch drauf. Wenn ich das schon weiß, dann blende ich das jetzt hier ein, was mich das gekostet hat. Und wenn ich es nicht eingeblendet habe, könnt ihr mal die Videobeschreibung gucken. In dem Moment, wo ich es weiß, schreibe ich das dann da rein. Ich werde einen Link zu meiner Webseite in die Videobeschreibung machen mit allen Teilen, die ich hier dafür benutzt habe, zum Abschließen am Fahrrad, Ladegerät, Stecker und so weiter. Bauanleitung für diesen Stecker, wie gesagt, werde ich nicht veröffentlichen, einfach auch aus haftungstechnischen Gründen. Das ist halt, wenn man da nicht Fachmann ist, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, wenn man da nicht Fachmann ist, dann sollte man da vielleicht besser die Finger von lassen und einen fertigen kaufen. Da setze ich aber auch einen Link unten rein. Und wer sich dann doch dafür interessiert, den selber basteln möchte, die Teile, da habe ich noch eine ganze Menge von, wohl die ganzen ganz kleinen Teile konnte man nicht einzeln bestellen, dann setzt euch mit mir in Verbindung, schreibt mir eine E-Mail, dann gebe ich euch gerne noch was ab, solange ich welche habe. Ja, wenn euch die Tour gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Ich habe jetzt, was habe ich denn jetzt, 53 Kilometer, ich fahre jetzt nach Hause, was sind das noch, 10? Ja, 10 werden das sein, 63, 65 Kilometer werden es am Ende sein. Ich werde mich jedenfalls hier jetzt schon von euch verabschieden und die Sonne noch so ein bisschen genießen, alleine. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, natürlich gerne abonnieren, gerne auch meinen Live-Kanal. Da geht es dann kommenden Mittwoch wieder weiter. Thema diesmal Fahrradpflege, aber wir schweifen sowieso immer in alle Themen ab. Man könnte es auch einfach Just Chatting nennen, also einfach nur nett unterhalten. In dem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Svovo. Tschüss.